Irgendwo auf diesem Planeten bist du mit deiner Gitarre am Üben. 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 Großartig! Das machen wir ja auch in der Guitaria 51. Und Backstage! Aber was du wirklich brauchst und was dir das ganze Üben letztendlich gebracht hat, das findest du erst dann heraus, wenn du spielst. Also mach doch mal eine kurze Pause und spiel mit mir. Hallo und herzlich willkommen zurück in der Guitaria 51. Im allerersten interaktiven Spiel mit mir Video zum allerersten UFO-Video für den Stevie Ray Hendrix Jam. Solltest du das UFO-Video zu diesem Spiel mit mir Video noch nicht gesehen haben, so macht das nichts. Und wenn dir gefällt, was hier gleich passiert, so kannst du dir das dazugehörige UFO-Video, in dem mein Kollege alles ganz genau erklärt hat, später immer noch reinziehen. Okay, los geht's. Mein Kollege spielt gleich mit dir zwei Jam-Sessions mit der 12-Bar-Blues-Form vom vorausgegangenen UFO-Video. Nummer 1 ist ein Jimi Hendrix-Style-Jam mit 7 Durchgängen und Nummer 2 ein etwas schnellerer Stevie Ray Vaughan-Style-Jam mit 8 Durchläufen. Zu Beginn einer jeden Jam-Session quetscht mein Kumpel die zweitaktige Kernrhythmik und macht daraus eine Loop. Das ist wirklich eine tolle Idee, probier das doch selbst mal aus. Weitere Infos für das Was und Wie du mitspielen kannst werden zum entsprechenden Zeitpunkt deutlich eingeblendet. Apropos Einblenden, du hast jetzt die Möglichkeit, einen Screenshot zu machen. Denn die Landkarte und die rhythmischen Fahrpläne für den Stevie Ray Hendrix Jam werden nun für ein paar Sekunden eingeblendet. Hast du? Gut. So, an dieser Stelle macht mein Kollege wieder weiter. Wir sehen uns aber später nochmal wieder. Und damit du weißt, was Masse ist, kommen hier auf jeden Fall nochmal die drei Spiele mit mir regeln. Und dann geht es sofort los. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Spielen. Bis nachher. Die drei Spiel-mit-mir-Regeln. Erstens. In jedem Spiel-mit-mir-Video spiele ich ein paar Minuten das, was ich in einem dazugehörigen, kurz zuvor erschienenen UFO-Video gezeigt habe. Darin habe ich auch bereits verraten, aus welcher Galaxie das betreffende UFO kommt und erklärt, wie es funktioniert, damit du dein eigenes UFO ohne gefährlichen Blindflug ganz sicher selbst fliegen kannst. Während eines Spiel-mit-mir-Videos kannst du entweder mitspielen, dazu jammen oder einfach nur zuschauen, um dir vielleicht ein paar Ideen für dein eigenes Spiel zu holen. Zweitens. Wenn du das UFO zu diesem Spiel mit mir Video noch nicht gesehen hast, so findest du es ganz schnell anhand derselben Nummer in der UFO und Spiel mit mir Playlist auf dem Guitaria 51 YouTube-Kanal. Und drittens, wie für die UFOs, so gibt es auch für die Spiel mit mir Videos, sorry, außer für die Guitations of Patreon, keine PDF. Jedoch werden für alle UFO-Sichter in den Spiel mit mir Videos die entsprechenden Griffbrettlandkarten und rhythmischen Fahrpläne aus dem zugehörigen UFO-Video zwecks Screenshot nochmals deutlich eingeblendet. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Okay, los geht's. Erstmal scratchen. One, two, three, four.
Achtung! Nochmal! Nochmal! Großartig. So, und weiter geht's mit der Stevie Ray Vaughan Jam Session. Viel Spaß und bis gleich. So, Stevie, Scarlet Bottle, fuck yeah. Okay, erstmal wieder scratchen. Los geht's. Achtung! Nochmal! Nochmal! Yeah, right. Hast du mit mir gespielt? Müssen wir öfter machen, ist geil. Ist geil, natürlich ist es geil. Natürlich machen wir das öfter. Ja, wenn dir das gefallen hat hier mit der Jam Session, dann freuen wir uns tierisch über einen Daumen nach oben. Und vielleicht möchtest du auch den Kanal abonnieren. Und wenn du auf die Glocke drückst, bekommst du sofort Bescheid, wenn das nächste UFO startet. Vielleicht hast du auch Lust, Gitagen bei Patreon zu werden. Dort gibt es viele, viele weitere Geheimakten. Und regelmäßige Patreon-Skype-Gruppen-Sessions. Außerdem machen wir gerade einen gemeinsamen Song. Ein Patreon-Song. Babylon. So, und jetzt wünsche ich dir erstmal verdammt viel Spaß mit dem Stevie Ray Hendrix Jam. Und wir sehen uns garantiert bald wieder. Bis dann.